Okay, wir sollen unter anderem jetzt noch Unterlagen über eine geheime Operation Jericho finden, weil der Colonel der Meinung ist, dass sie hier irgendwas aushacken. Naja, schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwas vielleicht finden. Ich kann hier nicht an den Schreibtisch. Na, guck mal. Dokumente. Was sind das für Dokumente? Klassifizierte Dokumente über Operation Jericho. Das war falsch. So, kann ich ihn nochmal anrufen? Falsche Taste. Colonel, do you copy? Copy. I found some documents. Operation Jericho. Looks like it talks about an attack plan. Attack against what, son? I have no idea. It's encoded. I'll keep searching for more documents, Colonel. Operation Jericho is a rumor only known by a few officers and, of course, the enemy. Operation Jericho ist nur ein Gerücht, das nur ein paar Offizieren bekannt ist und natürlich dem Feind. How did you find out about it, Mr. Fox? Wie haben Sie davon erfahren, Mr. Fox? As I told you, Colonel Harris asked me to search for files about it. Wie ich schon sagte, Colonel Harris sagte, ich soll nach den Dokumenten suchen. The deceased Colonel Harris? Yes. Der verstorbene Colonel Harris? Ja, genau. I had the feeling that this officer... Ich hatte das Gefühl, dass der Offizier mir absolut kein Wort glaubte. Was ist denn jetzt? Warum fahren wir jetzt Auto? It's understandable. I don't believe you either. Kann ich verstehen. Ich glaube dir auch kein Wort. Oh, really? Well, Miss Incredulous, why ask me to tell you the story? Oh, wirklich? Nun, Frau Ungläubig, warum sollte ich die Story dann überhaupt erzählen? Well, I like the way you tell it. And since there are no theaters here. Nun, ich mag die Art und Weise, wie du sie erzählst, und außerdem gibt es hier kein Theater. Great. Super. So, what was Operation Jericho? Was war denn nun Operation Jericho? Turns out that location was actually a clandestine base. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Geheimbasis war. With a company codenamed X-Army, commanded by someone named General X. Für eine Kompanie mit dem Codenamen X-Army unter der Führung von einem gewissen General X. Sie planten einen riesen Angriff gegen die alliierten Außenposten. Und dieser Plan war... Be patient. That comes later. Sei geduldig, das kommt noch. Hey, don't be like that. Come on, tell me. Hey, sei doch nicht so. Sag es mir schon. The officer that was taking Der Offizier, der meinen Geschichten, ja, der Offizier, der meine Geschichte aufnehmen sollte, meinen Geschichte steht da übrigens, was also curious about what I knew. War auch ganz erpicht darauf zu erfahren. What exactly do you know about Operation Jericho, Mr. Fox? Was genau wissen Sie nun über Operation Jericho, Mr. Fox? That it was a hell of an operation. Dass es eine gigantische Operation war. Harris and I knew the details thanks to the files we found. Correction, I found. Harris und ich wussten die Details dank der Dokumente, die wir gefunden hatten. Korrektur, die ich gefunden hatte. Again, how much did you exactly find out? Nochmal, wie viel genau wissen Sie? Let me continue. You'll find out later. Lassen Sie mich fortfahren. Sie werden es später erfahren. Okay. So, das ist wahrscheinlich die Jetztzeit. Also, er erzählt das wahrscheinlich erst dem General oder diesem Oberst da und seiner Frau. Wahrscheinlich seiner Frau. Verhörraum ist Vergangenheit, aber noch immer jetzt die Zukunft. Also, aktuell ist es die Zukunft, aber die Vergangenheit in der Form, wo er ihr das erzählt. Was? Übrigens schön, dass du X sagst und nicht X. Ja. So, hier kann ich nichts kaputt machen. Der General X, das klingt ja besser einfach als General X. Ne? Also, sind wir mal ehrlich. So, hier unten ist eine Tür, kann ich raus. Hier brauche ich aber eine Keycard. Hier komme ich gar nicht raus. Brauche einen Keycard. Ein Kinderkanal. So, wir klettern nochmal nach unten. Oh, juckt die Nase. Warum auch immer. Ja, ich muss irgendwie was bauen. Ich guck mal gerade. Ich habe ja diese vier Dinger. Aber womit baut man damit was? Keine Ahnung, wir müssen mal weiter schauen. Ja gut, aber hier habe ich doch eigentlich schon alles abgesucht, dachte ich. Hm, ne,
drüben geht's auch nicht weiter. Muss ich da noch mal rein in den Raum? Er hat gespeichert. Ich komme hier nicht raus. Ach, warte mal, hier unten. Habe ich gar nicht gesehen, dass man da unten rechts rauskam. So, ich warte mal kurz, bis der wieder an dem Schrank steht. Und mir den Rücken quasi zukehrt. Nicht an dem Schrank, an dem anderen bitte. Geh nochmal zu dem anderen Schrank. Los, hutsch mal dahin. Los. So, jetzt. Hä? Hä? Hör ich da eine Ratte? Komm aus deinem Loch, du feiges Ungeziefer. Schau an, was die Katze anschleppt. Den entflohenen Gefangenen. Du hast Nerven, hier aufzutauchen, Ungeziefer. The situation was fubar. He was armed and hunkered down behind his desk. I was screwed. Ah, und wieder ein Bossgegner. Die Situation war verzwickt. Er war bewaffnet und hinter seinem Schreibtisch gut geschützt. Ich war am Arsch. So, what did you do? Also, was haben Sie getan? In 5 nanoseconds I scrutinized the room and noticed a very subtle detail. Ich durchsuchte den Raum in 5 Nanosekunden und dabei fiel mir ein subtiles Detail auf. There is a large globe in the middle of the room. Ah ja, da war ein riesiger Globus in der Mitte des Raumes. I already had what I needed to take him down. Was? Ich hatte alles, was ich brauchte, um ihn auszuknipsen. Was? Au! Wie kann ich... Wie? Hä? Was hat denn das jetzt mit diesem Globus zu tun? Okay. Ach so, deswegen. Ernsthaft. Ist das bescheuert? Ist das bescheuert? Au, mich getroffen. Nein. Ach, Scheiße. Ist das doof? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Den Gegner mit dem Globus umgeschießen. Das kann nicht. Wer denkt sich denn sowas bitte aus? Ey, unfassbar. Es ist so unfassbar gut. Aua. Ah. Ah, shit. Oh. Nein, das ist doch... Ey, wir brauchen wirklich einen Death Counter. Ach ja, ich kann ja mit Rollen ausweichen, ich vergesse das immer. Oh, nee, es ist so bescheuert einfach nur. Aber so gut einfach. Oh, nee. Komm. Oh Mann, du Sack, du. Oh komm. Es ist gar nicht so einfach, den Ball richtig zu treffen, währenddessen er auf einen schießt. Ey, das ist unfassbar schwer. Okay. Weiß gar nicht, wie ich das so schnell machen soll. Ja, wir sollen einfach wegrollen. Ja, geil. Okay, getroffen.
So vielleicht. Du kotzt mich an! Oh. Ja. So. Ach komm! Na. Fahr zur Hölle! Warte mal, ich muss mal gerade meine Bandagen nehmen. Ach komm schon, nicht dreimal schießen. Nein, 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 nein. Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn gekriegt. Das gibt's. Ah, scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, wir haben gegenseitig umgebracht. Verdammte Hacke. Verdammte Hacke. Ich muss mir die Bandagen noch auf einen Shortcut legen. Ah, oh, wie knapp. Ich hab aber den Trick raus, wie man's schafft. Ich hab den Trick raus. Ja. Ja, so nicht. Muss schon treffen. Ja. Nein. So. Einmal von Dates geballert. Ach, ich doof. Oh. Das war knapp. You're pissing me off. Das ist echt verdammt knapp. Das ist verdammt knapp. Jetzt muss ich das wieder einrichten, ne? Eieieiei. Das ist wirklich verdammt knapp, das Spiel. Beziehungsweise die Dings. Ach, hier unten ist ja auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. Gerade unten rechts in der Ecke. Habe ich die ganze Zeit noch gar nicht gesehen. Da! Das hat gesessen. Mist. You're pissing me off. Ah. Ach komm. Mist. Shit, das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. So, getroffen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte. So unfassbar. Und wieder das Ding einrichten. So. Hä? So. Okay. Boah. Das ist echt nicht einfach. Oder ich stelle mich gerade nur wieder zu doof an. Zum Glück spiele ich es mit Controller. Ey, wenn ich das mit Tastatur spielen soll, würde ich wahnsinnig werden, glaube ich. Haha. Haha. Ach komm. Nicht. You're pissing me off. Ja, du pisst mich auch off. Was mach ich denn? Getroffen. Oh Gott. Oh. So knapp. Das gibt's doch nicht, so knapp immer. Damn you. Fahr zur Hölle. Ah. Bam. Boss defeated. Geil. Boss defeated. Geschafft. Oh, gar nicht so einfach.
So, Verbandskasten. Ist hier irgendwas drin? Nee, nein. Okay, einmal durchsuchen. Wir haben die Keycard gefunden. Zugangskarte 1. Jawoll. Und dann kloppen wir hier einfach noch auf die Schränke ein. Aber da ist nichts drin. Leider nichts drin. Und er hier hat auch nichts weiter, ne? Nö. Hier ist auch nichts. Kann ich nicht einkloppen. Ne, okay. Dann haben wir alles geschafft. Mit der Weltkugel gespielt. Es ist so bescheuert, ey. Es ist einfach nur bescheuert. Aber einfach. Wie kommt der eigentlich aus diesem Raum raus? Da ist ja gar kein Zugang oder so, außer der Kanalisationszugang. Ich hätte da wenigstens irgendwo eine Tür hingemacht oder so, die man verschlossen hätte oder sowas. Aber nein. Okay. Unfassbar. So, ich habe mal gerade auf die Bandagen gewechselt. Down the sewer sidewalk, I noticed a path nearby I couldn't reach. Beim Runterlaufen des Kanalwegs fiel mir ein kleiner Seitenweg auf, den ich nicht erreichen konnte. Why not? Warum nicht? It was across the sewer water. Er war auf der anderen Seite des Kanals. What was the distance to the other side? Wie weit weg war die andere Seite? Das sind wir mal ehrlich, die ist 10 Meter weit weg. Nee, ich nehme einen Meter. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Weil ganz ehrlich, das ist ein Meter jetzt in dem Falle, ne? 10 Meter, dann wird wahrscheinlich sich der Level verändern. A yard, more or less. Ein Meter oder weniger. Couldn't you just jump it? Konnten sie nicht rüberspringen? Since I was captured, I didn't jump a single time and I wasn't going to start now. Seit meiner Gefangennahme bin ich nicht ein einziges Mal gesprungen und ich wollte damit jetzt nicht anfangen. I realized I needed something to cross to the other side. Mir wurde klar, dass ich etwas brauchte, um das Wasser zu überqueren. Beschaffe dir ein Floß, um das Wasser zu überqueren. Wie gesagt, hätte ich die 10 Meter genommen, dann wäre es definitiv so gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Distanz überwinden müssen. 100 pro. So. Na? Der geht nicht kaputt. Manno. Aber hier oben, oder? Sag mal, warum kann ich ihn jetzt nicht wieder nur normal hauen? Das ist ja interessant. Okay, Keycard 1 benutzt. So, wir haben hier eine Toilette und da können wir mal speichern und vor allen Dingen unseren Potty ausleeren. Sehr schön, sehr schön. So. Ah, Spiel gespeichert, Pott leer gemacht. Wunderbar. So kann's weitergehen. So, ich schau mal hier nach links. Da ist eine Wache. Who's there? Wer ist da? Eine Katze. Verfluchte Katze. Who's there? Wer ist da? Mike? Mike, Katze oder T-Rex? Die heißen alle Mike. Ich mach einfach mal den T-Rex. Warum denn nicht? Damn T-Rexes. Verfluchte T-Rexes. Moment mal, waren die nicht ausgestorben? Basis, ein Häftling versucht zu entfliehen. Ach nein, ein T-Rex. Moment, waren die nicht ausgestorben? Ach, ist das bescheuert. Heading south, I ran into a couple of trucks. That was my big chance to escape. Ah, südlich stieß ich auf ein paar Trucks. Die waren perfekt für meine Flucht. First, I had to get rid of the guards. Aber zuerst muss ich die Wachen loswerden. Ach, jetzt sind meine Blutungen auf einmal gestoppt, oder wie ist das? Ich hatte etwas gehört. Au! Oh nein, ich bin tot! Nein, 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 scheiße! Ah, T-Rex. Okay, wir können noch mal was anderes auswählen. Verfluchte T-Rexe. So. Okay, noch mal die Katze. Wer ist da? Miau. Verfluchte Katze. Wer ist da? Ich nehme mal Mike. Ich nehme einfach mal Mike. It's Mike. Es ist Mike. Fuck, Mike, you scared me. Fick dich, Mike. Du hast mich erschreckt. I'm sorry. Everything okay? Tut mir leid, alles okay? Yeah, everything's okay. Ja, alles okay.
Ah, fick dich, Mike. Nein, 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 nein. Kein Alarm schlagen, Fräulein. Nicht nochmal. Das muss nicht sein. Komm mal mit. Ich habe da so ein schönes Plätzchen hier. So ein lauschiges Plätzchen. Nur für dich alleine. Wie wär's? Ah, hier gibt's nochmal Munition. Ich gehe nochmal gerade zurück und in die andere Richtung. Weil ich möchte auch mal wissen, was in der anderen Richtung ist. Ich kann jetzt nicht nochmal in die Tonne kloppen. Schade. Ich gehe mal gerade in die andere Richtung. Hier kann ich gar nicht mehr rein, sehe ich gerade. Hier ist zu. Ach nee, doch, ist offen. Okay. Heading east, I ran into a hound. Im Osten bin ich auf einen Hund gestoßen. Ein Hündchen? You didn't hurt it, did you? Du hast ihm nicht wehgetan, oder? A puppy? That monster was the size of a horse. Ein Hündchen? Das Monster war so groß wie ein Pferd. Even so, I wanted to see if it was friendly. Allerdings wollte ich trotzdem wissen, ob er freundlich ist. Puppy, puppy, Hündchen, Hündchen. Bist du ein guter Junge? But that hound was trained to kill. Aber dieser Hund war aufs Töten trainiert. Its bloody eyes looked at me like I was a well-done steak. Seine blutrünstigen Augen starrten mich an, als wäre ich ein leckeres Steak. Lass das! Ich glaube, ich muss ein Steak besorgen. Ich glaube, ich muss einen Steak besorgen. So, gib mir den Punkt. Dankeschön. Ein Erfahrungspunkt. So, nehmen wir den Typ wieder mit und packen ihn in die Ecke. So. Und dann schauen wir mal. Heading south. Ja, das hatten wir schon. Die Münze wäre jetzt natürlich nicht schlecht. Habe ich mir die schon auf einen Shortcut gelegt? Nein, habe ich noch nicht. Dann machen wir das doch gleich mal. Oder auch nicht. Latscht der jetzt lang. Uah. Das war knapp. Nee, 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 nee. Kein Alarm schlagen, Freundchen. Auch der hat einen Ring. Er hat einen Ring für mich. So, wo latscht er jetzt lang? Der latscht da oben lang. So, okay. Once the guards were history, I examined the engine. Nachdem ich die Wachen erledigt hatte, sah ich mir den Motor genauer an. Jo, gleich. Der hat nix. Der hat gar nix. Oh, wir brauchen nur noch ein Upgrade, hätte ich beinahe gesagt. Wir hatten einen Erfahrungspunkt. So. Ich soll mir den Motor genauer anschauen. Wie soll ich denn das machen, außer dass ich da dagegen kloppe? Die, Truck. Stirb, Truck! Die, Truck. Stirb, Truck! Die, Truck. Ja. I took a glance and my worst fears came true. Beim ersten Anblick wurden meine schlimmsten Albträume wahr. It was an old diesel engine with no AdBlue or particulate. Es war ein uralter Dieselmotor ohne AdBlue oder Partikelfilter. Was soll das heißen? Running away in that truck would have polluted the area with nitrogen oxides and microparticles. Mit dem Truck zu verschwinden bedeutete, die Gegend mit Stickstoff und Mikropartikeln zu verschmutzen. Hast du keine anderen Probleme? I wasn't willing to sacrifice the environment for a hasty retreat. Und ich war nicht gewillt, die Umwelt für meine voreilige Flucht leiden zu lassen. Also übte ich mich in Geduld und suchte weiter nach einer anderen Fluchtmöglichkeit. Wow, Jesse, ich wusste nicht, dass du so umweltfreundlich bist. Well, it's nothing really. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Ja, nee, ist klar. Warum auch, ey? Warum sollte man auch mit dem erstmöglichen oder erstbesten Fahrzeug, was man findet, einfach abhauen? Das wäre ja auch zu einfach, ne? Oh, ey, dieses Spiel. Es ist einfach nur... ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber es ist einfach nur zu geil.